ein toller Abend, ja. Viel Spaß mit leckeren Getränken, gutem Essen und natürlich tollen IP-Modell. Gibt es noch eine Show? Na, wir haben uns noch mal einen Liter eingeladen. Ah ja, das ist einfach ganz locker Spaß. Okay, haben. Alles ja? Klar. Viel Spaß mit denen. Ja, gerne, kein Problem. Der Michael ist ein absoluter Formel 1-Fan und schaut, wenn es irgendwie geht, jedes Rennen an und informiert sich natürlich. Na, als Österreicher und Jochen Rindt und Niki Lauda-Fan weiß man natürlich, was ich gehört. Aber ich bin natürlich auch begeistert, schon seit Vettels Zeiten, als er damals mit dem Renault Red Bull gefahren ist. Das ist ein Wahnsinnsfahrzeug und supergeil drauf und schnell. Und ich gönne diesem Verstappen, dass er endlich den Weltmeistertitel macht vor einem Hamilton. Wobei ich es auch Mercedes gönnen würde, ganz ehrlich. So, jetzt schauen wir einmal. Ein traumhaftes Fahrzeug. Blau ist die Farbe, die mir sowieso steht. Aber ganz ehrlich gesagt, das Cockpit müsste ungefähr 2,5 Mal größer sein, damit ich da drinnen Platz hätte. Ja, für ganz kleine Menschen. So, na, für ich sage jetzt, für leichtgewichtige Menschen. Ja. Ist das toll. Ja, wir waren jetzt überrascht, wenn man durch die Halle geht. Da geht man ja relativ alleine durch die Halle. Da braucht man eine Maske und dann hier bei diesem Event im Freien brauchst du keine Maske. Man weiß momentan wirklich nicht mehr, was man machen soll, was richtig und was falsch ist. Naja, man muss wie man es macht, ist es eigentlich falsch. Oder richtig. Also ich denke einfach, es wird besser und wir dürfen uns auf eine bessere Zeit freuen. Und wir also freuen ohne, uns. Also ohne Covid-19. Und so ohne Lockdown, ja. Also ja, genau. Das sind viele Vorwiesen und Wiesen-Events. Die einzelnen Wirte machen irgendwelche Wiesengeschichten. Und wir werden einige besuchen. Wir werden auch für unser frohes Herz eine kleine Veranstaltung haben. Wir wollen auch Flutopfer wieder helfen. Also es ist alles, passt also, alles. Ich muss dazu sagen, dass wir heuer bereits 15.000 Euro für die Flutopfer gespendet haben über unseren Verein. Ja, und ich denke, da muss man vor Ort was machen und da sind wir gerne bereit. Das Schöne mit dem Wichtigen verbinden. Mit dem Nützlichen mit zu dem verbinden. Nützlichen, genau. Ja. Ja. Und ein bisschen Spaß dürfen wir dabei auch haben. Ja, ja. Schauen wir mal. Sein. Schauen wir mal. Helfen und dabei Freude empfinden ist das höchste Gut. Hier bei Alpine in der Motorworld, Territory-Leiter Herr Wirz. Hallo. Was feiern wir denn heute? Ja, wir feiern heute die offizielle Eröffnung des Alpine Stores hier in München in der Motorworld. Nach über 2,5 Jahren Bauzeit sozusagen der Motorworld, des Umbaus und der offiziellen Eröffnung dieser Motorworld heute freuen wir uns natürlich, dass wir auch ein neues Konzept für die Marke Alpine hier präsentieren dürfen. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, weil wir mit all den Kollegen von Alpine in einem gemeinsamen Teamwork uns die Möbel neu ausgesucht haben, den Fußboden, die Deckenbeleuchtung, das Mobiliar, alles, was Sie hier sehen. Wir hatten den Anspruch, etwas Modernes zu kreieren und wir waren wirklich alle sehr kreativ. Und das ist wirklich das Schöne bei Alpine, dass hier wirklich auch moderiert wird, sage ich mal, was man dann auch umsetzt, so wie wir das in der Formel 1 versuchen, natürlich hier auch nach vorne zu fahren. So versuchen wir das auch für unsere Fahrzeuge, die wir im Straßenverkehr haben, das auch zu adaptieren und immer was Neues zu bringen und immer was Herausforderndes darzustellen. Sie haben gerade erwähnt, die schicken Autos fürs Straßenmodell. Und zwar hier haben wir jetzt die zwei Sondermodelle. Genau. Mhm. Also unsere Ambition ist, dass wir unseren Kunden natürlich jedes Jahr außer unseren Serienfahrzeugen natürlich auch besondere Sondermodelle ganz einfach auflegen. Und wir versuchen zwei Fahrzeuge im Jahr zu etablieren in einer kleinen Menge, sodass auch das Besondere an diesen Fahrzeugen erhalten bleibt und dass jeder Kunde sich natürlich wohlfühlt, auch etwas Besonderes zu kaufen. Und das ist tatsächlich auch der Fakt. Und wir reichern das natürlich mit entsprechender Sonderausstattung auch an, sodass es sind andere Farben oder anderes Interieur, Ledersitze oder Sportsitze, andere Felgen, andere Bremsbeläge. Also wir spielen hier alles das, was dem Kunden gefallen kann und hoffen natürlich und sind uns auch sicher, dass diese kleinen Mengen nicht nur uns aus den Händen gerissen werden, wir müssen sie verkaufen, wie das nun mal leider heute der Fall ist, aber wir tun das gerne und weil ich glaube, wir treffen genauso auf der anderen Seite auf Enthusiasten,
die Spaß an diesen Sportfahrzeugen auch haben. Ja, definitiv. Alpine hat sich ja auch wirklich etabliert im Laufe der Jahre. Ja, wir haben natürlich seit 2018 mit der Neuauflage der Alpine, bedingt durch Covid, ein Auf und Ab auch wieder gehabt, was Verkauf und Produktion dieser Fahrzeuge anbelangt. Nicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber wir haben 5000 Fahrzeuge im ersten Jahr produziert. Wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren deutlich weniger produzieren müssen und können, aufgrund der Nachfrage natürlich auch durch Covid, weil die generelle Nachfrage ist zurückgegangen. Aber wir sind jetzt wieder bei 3000 Fahrzeugen in der Produktion. Wir verkaufen sehr, sehr stark in Europa in den französisch sprechenden Ländern. Und Deutschland, Österreich, Schweiz sind aber sehr bedeutende Märkte. Hier natürlich auch andere Sportwagenmarken zu Hause sind. Und wir nehmen den Anspruch ganz einfach an, aber es sind keine Konkurrenten, es sind Mitbewerber, mit denen wir uns auch gut verstehen. Und wir kämpfen natürlich um jedes Auto.